Jo Leute und herzlich willkommen zur Roomtour. Heute seht ihr meinen Gaming Room mal bei Tag und ihr erfahrt auch einige Details oder Einzelheiten zu meinem Equipment und generell einfach zum Room, was sonst in den Videos halt auch noch nicht erwähnt wurde, beziehungsweise einfach jetzt heute 100% Gaming Room von mir. Ich fange einfach mal auf dieser Seite an. Das ist halt hier gleich die Türe, wenn man reinkommt. Habe ich da rechts ein Fenster und eine Sofagarnitur, was man halt ausklappen kann und auch drauf pennen kann. Hier unten einen kleinen Glastisch, wo ich meine ganzen Controller von Playstations aufbewahre, wie Playstation 4, Playstation 3, 2 und 1. Oben halt noch die Lautsprecher von der Heimkinoanlage. Dann habe ich hier, na gut, klein kann ich nicht sagen, aber ein größeres Whiteboard, um meine zukünftigen, okay, Kamera, Scharfstellen. Darf ich nicht zu viel bewegen, weil sonst fokussiert das nicht richtig. Um meine zukünftigen einfach Video-Ideen aufzuschreiben und zu notieren. Dann hier unten habe ich einen mega fetten, flauschigen Teppich. Wenn der mal scharf stellen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, aber der ist halt wirklich komplett flauschig. So, da könnte man zum Notfall auch drauf pennen. Gut, dann ist hier auch gleich die Bar. Falls der Raum jetzt, wenn ich klein wirkt, ich verwende ein Fisheye-Objektiv auf meiner Kamera, damit das Ganze einfach besser zur Geltung kommt, beziehungsweise dass man einfach mehr sieht vom Raum. Hier oben bei der Bar habe ich noch ein paar, sage ich mal, ein paar also Beleuchtungen, was halt so zur Bar dazugehört. In der Bar habe ich jetzt ein Kamerastativ stehen, aber das ist normalerweise weggeräumt. Mistkübeln, Gläser, Getränke. Hallo, Fokus. So. Hier halt ein kleines Red Bull-Schild. Das ist, sieht ein bisschen, ja, sieht scheiße aus, aber das ist halt so eine selbstkonstruierte Steuerung. Hatte halt sonst nichts anderes für die Beleuchtung. Ein paar Snackereien, so zum Zocken oder Filmschauen. Eine Powerbank und ein kleiner Radio, also mit Bluetooth für unterwegs, wenn man halt mit Freunden und chillt. Unter der Bar habe ich dann eigentlich auch nur einen Kühlschrank mit Energy-Getränken oder Cola-Mix-Getränken. Ja, ein bisschen Computerzubehör noch, ganzes Kamera-Equipment. Weiter unten, Unterkunft, wenn ich nur mal sieht, da hinten ist halt noch eine fette blaue Kiste mit hunderten von Kabeln, was ich halt so habe oder nicht mehr brauche. Ja, alte PCs, alte Monitore, Tastaturen, die Tasche von meinem Laptop. Ja, hier halt noch. Lege ich mir meine Sachen hier, Geld, Schlüssel, was man halt dann so braucht, wenn man fortgeht, Handy. Habe ich jetzt halt gerade einstecken. Dann habe ich hier noch zwei Laden für Krimskrams, Kleinigkeiten, was ich halt sonst nicht so oft brauche. Und einfach da jetzt herumliegen lasse. Taschentücher, Müllsäcke, Feuerzeug, Stunden, ja, Stifte, Dixo, Papier. Das ist zum Beispiel noch ganz interessant, wenn ihr die Himmelschmiede kennt. Muss ich jetzt mal kurz die Kamera positionieren. Da brauche ich beide Hände, um das auszupacken. So. Na, bleib stehen. Die Kamera bleibt nicht stehen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das sieht. Also, zwar habe ich da ja drin ein Karambit, und zwar ein Karambit Ruby. Habe ich mir, glaube ich, wann das letztes Jahr im Sommer mal gekauft. Das ist eigentlich auch ein Deko-Stück, das werde ich dann irgendwo noch einen Raum platzieren. Aber finde ich halt ziemlich nice. Wir haben halt auch andere Knives. Aber ich habe mir das eine mal gekauft, einfach weil es, ja, weil es nice ist. So, dann haben wir hier eigentlich, ne, die Glasvitrine, LED-Beleuchtung, das hat mit den ganzen PlayStation 4 Spielen. Noch ein paar Mauspads und unten habe ich halt dann noch eine Nintendo DS, zwei PlayStation Portables, eine PlayStation Vita und einen Game Boy Color. Hier oben befindet sich mein Webcube für eines meiner zwei Internets, was ich hier unten habe. Halt ein Fenster. Das war es dann eigentlich auch schon zu dieser Ecke. So,
Da drinnen, also hinter dieser Tür, befindet sich die Poolpumpe. Können wir mal hier kurz reinschauen. Für den Pool im Garten. Und sonst. So. Hier haben wir Kamera. Eine PlayStation 4, eine 3er, eine PlayStation 2 und eine PlayStation 1. Eine Ladestation für PlayStation 4 Controller. Dann ist das eine Game Capture Card, und zwar von Haupauge, die HD, oder keine Ahnung mehr, wie die hieß, verwende ich eigentlich gar nicht mehr. Weil früher habe ich ja, also ganz früh, vor 2 Jahren oder so, habe ich ja mal CRT Content auf meinen Kanal gebracht. Die Leute, die es nicht wissen. Und dann ist ja eigentlich CSGO das einzige Spiel, was ich spiele, beziehungsweise das einzige, was halt auf meinen Kanal so kommt. Dann habe ich hier halt ein paar Ordner. Hier oben habe ich einen Fernseher. Zwar ist das ein 4K Gaming, also ein 4K Gaming, was rede ich? Ein 4K Smart TV Fernseher mit 55 Zoll von Philips. Der hat hier hinten auch eine Wandhalterung, die kann man hier verstellen und verschieben, wie man will. Könnte ich mir zum Beispiel dann auch hier in die Ecke hängen, aber weil ich vorhin noch eine Serie geguckt habe, da stelle ich mir den Fernseher immer so in die Mitte, dass ich da am besten nicht hinsehen kann. Sonst verwende ich den eigentlich auch manchmal als vierten Monitor für meinen PC. So, hier hinten habe ich dann noch einen Laptop. Auf den werde ich jetzt nicht genau eingehen, weil den, ja, ist ein stinknormaler Laptop. Mein altes Mausbett. Man sieht vielleicht, dass es schon etwa so ein paar Gebrauchsspuren hat. Das ist eine Tastaturabdeckung von meiner Tastatur. Also wenn ich nicht so aus bin oder so, dann lege ich die immer drauf, damit die nicht schraubig werden kann. Beziehungsweise da nichts reinkommen kann zwischen den Tasten, kein Dreck. So. Hier habe ich einen Tintenstrahldrucker, / Kopierer und Scanner von Canon. Und dann, bevor ich zum PC komme, machen wir noch die Festplatten. Das sind 2 HDD-Festplatten, jeweils 5 TB hat eine. Hier oben habe ich dann noch eine externe SSD-Festplatte mit 2 TB. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum PC. Das ist ein Gaming-PC von der Firma Hightech. Den habe ich mir zusammenstellen lassen. Beziehungsweise ich habe halt die Komponenten ausgesucht, die habe ich mir zusammengebaut, weil das ist dann doch ein relativ teurer PC und den wollte ich mir nicht selber zusammenbauen, weil wenn da was schief geht, ist einiges Geld bruch. Also habe ich das lieber den, sag ich mal, den Profis überlassen. Zum PC selber. Eine Grafikkarte ist ein Titan X, die GDDR5 mit 12 GB. CPU habe ich einen Intel Core i7 Hexacore mit 4,5 GHz leistungsoptimiert. Ist halt auch wassergekühlt, wie man hier vielleicht leicht erkennen kann. Am Arbeitsspeicher habe ich 32 GB. Werde ich ja wahrscheinlich demnächst upgraden auf 64 GB. So, was ich noch, das Motherboard ist von MSI, das X99A Gaming 7. Netzteil habe ich 750 Watt. Sonst der internen Speicher habe ich eine SSD mit 500 GB und eine interne HDD mit 5 TB. Sonst gibt es eigentlich, glaube ich, nichts dazu zu sagen. Ja, ein Blu-ray-Brenner, das Laufwerk und sonst. Ja, ist halt noch einer Kaltdiode beleuchtet oder mit 2 Kaltdioden, hier unten ist ja auch noch eine. So, das war's dann mal zum PC. Hier drüben habe ich dann die Monitore, 2 Softboxen oben. Das sind 3-mal dieselben Monitore, damit es einfach ein schöneres Bild macht. Und zwar haben die, kurz gucken, weil ich habe mir das Ganze aufgeschrieben, weil ich mir das Technische selber nicht merke. Also alles nicht auf einmal. Das sind das 3 Monitore von BenQ mit 27 Zoll, hat jeweils einen. Eine Millisekunde Reaktionszeit und eine Auflösung von 2560x1440. Das ist für die, was es nicht wissen, das ist so zwischen Full HD und 4K. So, dann gehen wir mal darüber. Beziehungsweise ich nehme den Zettel mit darüber, damit ich dann keinen Schwachsinn laber zu meinem Equipment. Hier habe ich halt noch einen Kalender stehen, wo ich mir meine ganzen Termine einschreibe und auch wann was für ein Video hochkommt. Handy-Ladekabel.
Dann hier habe ich ein Headset von SteelSeries, und zwar das Siberia Elite Prismen. Das ist eigentlich, es sieht nicht nur mega fett aus, es ist auch mega fett. Aber ich sag mal, ich hatte noch nie so ein gutes Headset. Das ist optisch, optisch ist es auch gut, ja. Weil man hat hier LED beleuchtete Hörmuscheln links und rechts, die kann man halt auch variieren, wie man will. Zum Beispiel, ich habe es eingestellt, dass wenn ich CSGO spiele, und ich habe 100 HP, leuchten die grün, und desto weniger HP ich habe, desto rötlicher wird es dann, und wenn ich tot bin, leuchten die halt dann komplett rot. Zum Sound ist optimal, also man hört wirklich alles. Nur das Mikrofon vom Headset selber finde ich halt jetzt nicht so nice, aber das stört mich nicht, weil ich ja ein Standmikro verwende. Dann habe ich hier halt noch die Fernbedienung für die LED-Beleuchtung. Da kann ich mit einer Fernbedienung alles steuern, also jede einzelne Beleuchtung. Ich habe hier eine unter dem Tisch, Glasvitrine, und bei der Bar zwei Stück, einmal bei oben bei den Flaschen und einmal hier unten und oben. Also die oben und unten, das ist jeweils eine. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Die Tastatur. Die Tastatur ist die Black Widow Chroma von Razer. Das ist eine mechanische Multicolor-Tastatur mit deutschem Layout. Da kann man halt auch alles einstellen, jede Taste einzeln beleuchten. Oder Intervalle. Und da gibt es auch so endlos viele Möglichkeiten. Wie haben wir vielleicht gesehen, da war sie mal rot, mal grün, mal blau. Oder auch einmal die Welle, das ist zum Beispiel so eine Art Regenbogeneffekt, das ist immer so wie eine Welle über die Tastatur drüber fährt, oder wie man das so sagt. So, dann hier drüben habe ich die als Maus, die V2 Gaming Maus und Bloody. Bloody ist jetzt eigentlich nicht eine bekannte Marke, aber die Maus habe ich mir vor 2 Jahren mal gekauft, und eigentlich auch nur deswegen, weil hier wegen diesem Logo, das ist eine rot beleuchtende, blutende Hand. Und vor 2 Jahren war ich halt, beziehungsweise habe ich hauptsächlich nur an Hand of Blood geguckt auf YouTube. Oder viel von Hand of Blood. Und da fand ich das einfach nice mit dieser blutigen Hand, Hand of Blood, und habe mich die eigentlich nur deswegen gekauft damals. Aber die funktioniert bis heute noch einwandfrei, obwohl sie das ein oder andere Mal schon, sag ich mal, wo dagegen geflogen ist. Und so ist die eigentlich auch ziemlich nice und war auch gar nicht teuer, eigentlich die Maus. Ich glaube nur so, also ich habe gezahlt 30, 40 Euro. Und die läuft bis heute noch, also was Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Als Mauspad selber habe ich dann auch von SteelSeries ein XXL Mauspad mit 900x400mm Maße, also ca. 1 Meter x 1/2 Meter. Und die Matte selber ist halt noch 4 mm dick. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann auf der Kamera. Also es ist auf jeden Fall kein Mauspad mehr für unterwegs. Aber ich sag mal, wenn du dir ein Mauspad mit jetzt circa 1/2 Meter x Meter für unterwegs mitnimmst, dann musst du ja sowieso irgendwo, ja, ich sage lieber nichts dazu. So, hier hinten habe ich dann nur noch die Lautsprechersteuerung, die Computerlautsprecher, dann ich bekomme schon einen trockenen Hals vom ganzen Reden. Dann die Decoder-Station hier unten für die Heimkinoanlage. Unten HDMI-Splitter 1:4, um einfach ein HDMI-Signal zu splitten. Das ist hauptsächlich nur für die Konsolen. Dann könnte ich zum Beispiel jetzt hier PlayStation 4 spielen oder hier gleichzeitig PlayStation 4, sodass ich dann auf mehreren Bildschirmen dasselbe Bild habe. Der Konsole oder je nachdem, was ich will, kann auf dem PC umhängen, umstecken. Da bleibt mir eigentlich alles offen. So, was gibt's noch? Dieses hübsche Ding, ich weiß nicht genau, wie man das eigentlich nennt oder wie man dazu sagen kann. Es ist so eine Art, also auf der Verpackung stand es ein Gaming Maus Banshee von BenQ. Irgendwie heißt das so Zoe Kmate, das ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Ist für mich, weil ich habe hier die Maus und das Kabel geht dann da hinten zum PC, und da habe ich ja die Kabel alle zusammengebunden. Und da hängt ja sozusagen
Da hängt auch zusammen dann sozusagen ein Mengengewicht, weil so der Kabelstand ist jetzt nicht gerade leicht. Da ist es mir halt passiert, dass die Maus dann immer wieder so nach hinten gerutscht ist mit dem Kabel oder dass es dann irgendwo hängen blieb und das beim Zocken nervt halt übelst. Und das ist mehr oder weniger einfach nur ein Gewicht, um das Kabel zu fixieren. Der hat hier noch so eine Feder, um das Ganze halt das flexibel bleibt. Und so bleibt die Maus halt auch an ihrem Ort. Hier oben habe ich halt dann noch die Webcam, die was ich eigentlich hasse. So ist sie nicht schlecht, Autofokus, Autobelichtung, die hat alles drum und dran. Und die Autobelichtung spackt des Öfteren, was ihr vielleicht in einem anderen Video schon mal gesehen habt. Also bin ich mir auch nicht sicher, ob das an der Webcam liegt oder an dem Hintergrund, weil das halt viele Details sind und weiß ich halt nicht, was die Kamera da versucht zu beleuchten, weil die Bar ja selber auch dunkel ist. Und ja, muss ich mal probieren. Entweder eine andere Webcam oder vielleicht mit einem Greenscreen im Hintergrund, eine Leinwand, irgendwas. Ob es dann besser wird in den Videos. So, hier habe ich, nein, das Mikrofon, genau, das war noch. Mikrofon habe ich ein Samsung Meteor Mic. Das ist eigentlich ein Tischmikrofon, aber kann man sich dann auch ein relativ günstiges ein Mikrofonständer dazu kaufen und den Popschutz. Braucht man zwar nicht, also man kann das eigentlich auch so, das sind ja die Tischfüße, jeweils die drei Stück, aber mir ging das halt so hin, dass das immer vor mir stand und das stand mir weniger im Weg. Deswegen habe ich mir das zusammen konstruiert. Hier habe ich halt noch ein Mini-USB-Kabel, weil hin und wieder zocke ich mal Rocket League am PC. Und dann musst du halt den Controller anstecken. So, das war's dann eigentlich mal von da oben. So, unter dem Tisch befindet sich dann nur noch, also nur noch ist gut gesagt, eine Menge Kabeln, die LED-Beleuchtung natürlich vom Tisch, also von unter dem Tisch. Dann habe ich hier jeweils, also hier unter diesem Tisch und unter diesem Tisch, eine überspannungsgeschützte Mega Steckdose, also wie sagt man da? Ein Verteiler einfach, dass wenn zum Beispiel wo der Blitz mal einschlagen sollte oder so, dass da nichts sein kann. Mit meinem nicht gerade billigen Equipment. Dann hier drüben habe ich noch einen Ethernet-Switch von Netgear mit 16 Ports. Der hängt halt fast hinten dran, das Webcube. PC, Laptop, Fernseher, Playstations und noch ein paar andere Sachen. Ist auch ziemlich nice, den kann man halt auch für LAN-Partys verwenden. Weil den habe ich nur so, wenn ich den habe ich halt so montiert, dass man den nur nach oben schieben braucht und dann hat man den schon hier unten. Dann hier noch den Subwoofer, den kleinen für die Computerlautsprecher. Hier drüben den großen Subwoofer für die Heimkinoanlage. Ja, und dann halt noch die zweite Steckerleiste. Und sonst war es das dann eigentlich auch schon wieder vom Raum selber. Falls ich was vergessen habe, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise es ist alles, also viel von dem technischen Equipment halt, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr halt genauere Fragen oder zur technische Fragen dazu habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich beantworte sie euch gerne, beziehungsweise falls ihr Fragen zu was anderem habt, was nicht verlinkt ist, zum Beispiel wie: Oh mein Gott, ich will diesen flauschigen Teppich, ich will mich darin wälzen und mich da reinrollen und, weiß nicht, Taco spielen, ja, dann kann ich euch halt auch beantworten, von wo ich den dann hier habe oder what the fuck, war halt auch immer. Falls ihr einfach Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Dann über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und würde mir auch sehr viel helfen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber desto mehr Bewertungen ein Video ihr habt, desto höher wird das halt auch gelistet und desto mehr Leute können das dann auch sehen. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ja, dann abonniert mich noch ein zweites Mal. Und dann sage ich auch gleich ciao und bis zum nächsten Video. Euer Alex.